Warum tut ihr mir das an? Aber bevor wir mit der neuen Roblox-Studio-Lernfolge loslegen, müssen wir uns natürlich die Hausaufgaben vom letzten Mal anschauen. Eure Hausaufgaben natürlich nicht, die sind mir egal. Aber ihr könnt sie gerne auf dem Discord-Server einreichen. Ich habe ehrlich gesagt schon von der letzten Folge die Hausaufgaben nicht angeguckt, weil ich echt ziemlich faul war die letzten Wochen. Aber ich werde es bestimmt irgendwann nachholen, wenn ich mehr Motivation habe. Was ich vorgeschlagen habe, was man machen könnte, wäre zum Beispiel ein Find-the-Spiel. Und das habe ich gemacht, ein Find-the-Clients-Spiel. Hier steht zum Beispiel ein Client und wenn ich ihn eingesammelt habe, dann ist er eingesammelt. Und unten sieht man dann, dass ich Clint getouched habe. Und in den Spielerdaten steht drin, dass ich Clint jetzt gefunden habe, Klaus war schon gefunden. Dann müssen wir nur noch Client und Klot finden. Wo sind die denn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil es ist irgendwie schon 3 oder 4 Wochen her, dass ich die Hausaufgabe gemacht habe. Aber ich glaube, hier hinten habe ich einen versteckt. Nee? Ach, der war ja schon gefunden. Okay, Augenblick. Dann muss einer hier drin sein. Eindeutig. Licht an und da haben wir ihn. Haha, wir haben Klot gefunden und den letzten finde ich eh nicht. Wie ich das Ganze gemacht habe, also einerseits hier hinten wäre Klaus, aber Klaus wurde mir nicht angezeigt, weil er schon gefunden war. Wir haben 2 Scripts im Server-Script-Service, einmal das Collect-Script und einmal das Daten-Script. Das Daten-Script ist einfach nur dafür da, um Spielerdaten halt zu laden, da wir jetzt nicht wissen, wie der Data-Store-Service funktioniert. Tun wir einfach so. Wir haben ein Table, da heißt Spielerdaten und natürlich ein Remote-Event und ein Bindable-Event, die wir für die Server-Client-Kommunikation nutzen. Wenn ein Spieler dem Spiel beitritt über das Player-Edit-Event, dann werden seine Daten geladen, da wir keine Daten wirklich laden, erstelle ich einfach die Daten und das ist einfach nur ein Table mit den Keys Client, Clint, Klaus und Klot, die auf false, false, true und false stehen. True einfach nur, um zu simulieren, dass wir Klaus schon mal gefunden hatten und jetzt neu gejoint sind oder so. Dann werden die Spielerdaten im Spielerdaten-Cache für den Spieler gecached und wir feiern die Datenverarbeiten-Funktion. Die Datenverarbeiten-Funktion zieht sich nochmal die Daten aus dem Cache raus, loopt durch sie durch. Und wenn irgendeiner der Clients schon gefunden war, also wenn der Wert gefunden auf True steht, dann wird das Collect-Event gefeiert an den Spieler, der ihn schon gefunden hat und mit den Namen des Clients, den wir schon gefunden haben. Dann haben wir noch ein Collect-Server-Event. Das ist ein Bindable-Event, welches von einem anderen Script ausgefeuert wird, sobald ein Spieler einen Client gefunden hat, halt ihn berührt hat. Wenn das gefeiert wird, werden die Spielerdaten geholt. Wenn die Spielerdaten nicht gefunden wurden, dann wird ein Warn rausgehauen. Und falls die Spielerdaten gefunden wurden und der Client schon gefunden war, dann wird einfach abgebrochen, weil dann hatten wir den Client schon bereits collected. Und im anderen Fall wird jetzt einfach der Wert Spielerdaten, Spieler und dann der Name von dem Client auf True gesetzt, um zu signalisieren, dass wir ihn schon gefunden haben. Dann wird das Collect-Event nochmal gefeiert, das wir auch hier oben bei Datenverarbeiten feiern, um dem Client-Script oder dem Local-Script zu sagen, jo, der wurde jetzt gefunden, markiere den als gefunden. Und am Ende printen wir einmal die Spielerdaten raus, damit wir in der Konsole nochmal nachprüfen können, ob alles richtig ist. Das letzte, was wir hier haben, ist noch eine Player-Removing-Funktion, um den Spielerdaten-Cache für den Spieler dann aufzulösen, wenn der Spieler das Spiel verlassen hat, einfach nur damit nicht alles zu überfüllt ist. So, gehen wir rüber zum zweiten Server-Script und zwar das Collect-Script, welches auch das Collect-Server-Event feiert, wenn dann was collected wird. Das ist dafür da, um zu prüfen, ob irgendwas collected wurde. Dafür benutze ich bei mir die Conny Library, habe ich euch ja schon öfters erklärt. Die benutze ich gerne bei Touched-Events, weil es ein bisschen leichter geht für mich. Wir haben den Workspace und im Workspace haben wir einen Collectible-Folder, den habe ich hier im Workspace angelegt, Collectibles, da drin befinden sich Klaus, Client, Klot und Clint. Und wir haben das Collect-Server-Event, auf das wir warten, weil es kann ja sein, dass dieses Script hier ausgeführt wird, bevor unser anderes Script hier ausgeführt wird, welches das Collect-Server-Event erstellt. Wir loopen einmal durch alle Sachen im Collectible-Folder durch. Wenn es kein Model ist oder kein Primary Part hat, dann skippen wir das Objekt einfach, weil dann ist es irgendwas anderes, keine Ahnung warum. Und falls doch, dann sagen wir collectible.primaryPart.touchedConnect und dann wird die collectible-touched-Funktion ausgeführt, in der einmal der Spieler gegettet wird, der das Objekt berührt hat. Dann haben wir hier noch einmal einen Debounce, der sicherstellt, dass ein Spieler nur alle 300 Sekunden das Ding touchen kann, einfach nur damit das hier nicht zu oft ausgeführt wird. Wir printen einmal, dass der Spieler den Client berührt hat und feiern dann das Collect-Server-Event. Wenn das Collect-Server-Event gefeiert wird, dann geht es ja wieder zurück in das Server-Script hier. Im Server-Script wird geprüft, ob er es schon mal eingesammelt hat. Wenn der Spieler es noch nicht eingesammelt hat, wird es als eingesammelt markiert. Ich hoffe, ihr konntet es soweit verstehen. Wenn nicht, dann habt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen was nachzuholen. Ich gehe bewusst jetzt ein bisschen schneller hier drauf ein. Das letzte, was wir haben, ist im Startup-Player-Folder. Ein Startup-Player-Script, Hausaufgabe RSL3.3-Client-Script. Und hier haben wir einmal den Replicated Storage und den Workspace. Und den Replicated Storage brauchen wir, weil wir im Datenscript ja ein Collect-Event erstellen im Replicated Storage, damit der Server und der Client drauf zugreifen können. Dann haben wir noch den Collectible-Folder im Workspace, wo ja Klaus, Client, Clint und Klot drin sind. Und wir holen uns das Collect-Event. Wenn das Collect-Event gefeiert wird, und das ist das Einzige, was dieses Script macht, wenn dieses Collect-Event vom Server ausgelöst wird, dann sucht der Client im Collectible-Folder
nach dem Client oder nach dem Collectible, sage ich mal, mit dem Namen, den der Server mitgesendet hat, zum Beispiel Klaus, Client, Clint und Klott. Wenn es nicht gefunden wird, dann wurde es nicht gefunden. Weird, dann hat der Server irgendwelche falschen Daten rübergeschickt. Und falls es doch gefunden wurde, dann wird das Collectible einfach zerstört. Hier könnte man zum Beispiel noch Effekte machen, Musik abspielen, Sound abspielen, keine Ahnung, irgendwas könnte man hier machen. Aber ich destroy es einfach nur, um es als zerstört zu markieren. Das ist das Simpelste, was man machen kann. Und wir sehen, wir haben ja einmal Clint, Klott, Client. Ach, Client war hier, okay. Und Klaus. Klaus steht standardmäßig auf True, das bedeutet, der wird dann auch tatsächlich vom Spieler ausgeblendet. Wir können das jetzt noch einmal anschauen, wenn ich hier reingehe und rüberlaufe zu Klaus, seht ihr, Klaus ist bei mir unsichtbar. Wenn ich aber zum Server wechsle, seht ihr, Klaus ist noch da. Aber der Client kann ihn nicht mehr sehen, weil der Client weiß, der wurde schon eingesammelt. Wenn ich hier durchlaufe, passiert auch nichts, weil für mich als Client ist Klaus nicht da. Der Homie hier ist natürlich da, den kann ich einsammeln und sobald ich ihn eingesammelt habe, wird er auch destroyed. Das heißt, der Client kann ihn nicht mehr sehen. Dasselbe gilt auch für ihn hier. Und dann sammeln wir noch den letzten Collectible Client ein. Blub. Und ihr seht hier unten in den Spielerdaten stehen jetzt Klaus, Client, Klott und Clint auf True. Das bedeutet, sie sind alle für mich unsichtbar. Auf dem Server sind sie natürlich noch da, dass andere Spieler sie auch noch einsammeln können. Und das waren dann die Hausaufgaben. Jetzt kommen wir aber zurück zum Hauptthema. Ich bin entsetzt. Ich bin enttäuscht. Ich weiß echt nicht, was ich noch tun soll. In 100.000 meiner Tutorials heule ich jedes Mal rum, dass ich GUI hasse. Dann mache ich eine Umfrage, was wir als nächstes behandeln sollen. Und ihr stimmt einfach für GUI in der absoluten Mehrheit. Oder war es die absolute Mehrheit? Ich muss mir das jetzt nochmal anschauen. In einer absoluten Mehrheit. 80% stimmen für GUI als nächstes Thema. 282 Stimmen. Also müssen wir das wohl leider machen. Was ist GUI? Was sind GUI? Also GUI ist eine Abkürzung für Graphical User Interface. Man kann auch einfach UI sagen für User Interface. Und das sind einfach Grafiken auf dem Bildschirm, mit denen ein Spieler interagieren kann. Oder zumindest auf denen der Spieler Sachen lesen oder angucken kann. Diese Knöpfe hier oben, dieses Roblox-Logo hier oben, Roblox-Menü oder halt auch dieses Expand and Collapse-Ding, das ist ein GUI oder UI. Wenn ich hier raufklicke, dann kommt ein weiteres UI, in dem ich verschiedene Optionen habe, wie Reset Character. Ich kann damit interagieren, ich kann Sachen lesen. Hier oben, diese Health Bar, die gerade erschienen ist und leer war, ist UI. Und auch, wenn ich mich hier hinstelle und dieses Proximity Prompt aufploppt, ist das ein GUI. Ein GUI, welches zwar so aussieht, als ob es hier in der Welt irgendwie platziert wäre, aber tatsächlich wird es auf meinen Bildschirm nur so raufgetrackt, dass es so aussieht. Tatsächlich ist es ja auch nur einfach ein UI auf meinem Bildschirm. Um UIs zum Spiel hinzuzufügen, gibt es einen Service, den wir heute lernen werden. Und zwar den Starter GUI Service. Das ist dieser Service hier, Starter GUI. Es ist im Grunde nur ein Holder-Objekt, also ein ganz normaler Folder, genauso auch wie Starter Pack, Starter Player, genauso wie der Replicated Storage, ist es einfach nur ein Folder sozusagen mit einer bestimmten Aufgabe. Die Aufgabe von diesem Service ist es, alle Dinge, die sich hier drin befinden, an Spieler zu replizieren, auf eine bestimmte Art und Weise. Erstmal müssen wir verstehen, wie GUI funktionieren. Wenn ich als Spieler hier in diesem Spiel drin bin, dann kann ich mein eigenes UI sehen. Ich kann hier oben das Leaderboard sehen für mich selbst. Ich kann es ausmachen und ich kann es anmachen. Andere Spieler sehen nicht, ob ich es an- oder ausmache, weil es mein UI ist. Das ist nicht das UI von anderen Spielern. Andere Spieler können dieses Leaderboard zuhaben, während ich es aufhabe. Genauso sieht niemand, ob ich gerade im Menü bin oder nicht. Das liegt daran, dass das UI, das ich habe, nur an mich repliziert wird und auch nur bei mir vorhanden ist. Wenn ich jetzt auf den Player Service gehe, dann sehen wir ja, hier ist Roblox Conny. Das ist die Player-Instanz für mich selbst. Wenn ich die aufklappe, sehen wir hier drunter sind noch ein paar weitere Instanzen. Einerseits Backpack, das ist unser Inventar. Einmal Starter Gear, Player GUI und Player Scripts. Player Scripts haben wir schon einmal besprochen. Hier liegen ganz viele Local Scripts drin, die an uns repliziert werden. Zum Beispiel vom Starter Player. Starter Player Scripts Folder, alles was hier drin liegt. Und ihr seht, hier liegt ein bisschen mehr drin, wenn wir im Spiel drin sind, als wenn nicht, weil Roblox selbst ein paar Scripts hinzufügt, wenn man das Spiel startet. All diese Scripts werden in die Player Scripts Instanz repliziert. Unter anderem auch unser Hausaufgaben Script. Wir kriegen eine Kopie davon. Und genauso ist es auch mit dem Player GUI. Im Player GUI sind alle GUIs drin, welche sich im Starter GUI Service drin befinden. Bei mir ist da nur eine Sache drin, die heißt in Starter GUI. Aber wenn wir das öffnen, sehen wir, hier ist wieder ein bisschen mehr drin. Jeder Spieler hat einen Bubble Chat, jeder Spieler hat ein Chatfenster und jeder Owner hat Freecam. Das haben tatsächlich nur Owner von Spielen. Es gibt noch ein paar andere UIs, zum Beispiel dieses Roblox Core GUI hier oben. Auf das können wir nicht ganz so einfach zugreifen, weil das ist Roblox eigen. Das können wir nicht bearbeiten, das gehört zu jedem Roblox-Spiel dazu. Dementsprechend können wir das ja nicht sehen. Aber diese zwei Sachen
Bubble Chat und Chat. Die werden uns von Roblox gegeben. Freecam wird nur Ownern vom Spiel von Roblox gegeben. Das hat den Effekt, dass wenn man Shift und P drückt, dass man dann halt diese Freecam hier benutzen kann als Client, um zum Beispiel, wenn man ein fertiges Spiel, einen Trailer aufnehmen möchte, dass man coole Kamerafahrten machen kann mit smoother Kamera und so. Nochmal Shift und P drücken, dann ist die Freecam wieder weg. Das könnt ihr auch in Roblox in-game machen. Nun kommen wir zu Instarter GUI. Das hier ist ein UI, welches ich selbst zum Starter GUI hinzugefügt habe und dementsprechend an mich repliziert wird. Und um genau zu sein, ist es genau das hier. Seht ihr das? Es wurde eine Kopie erstellt. Ich gehe weg und es ist wieder weg. Ich gehe hin und es ist wieder da. Das liegt einfach nur an der Art, wie das hier gecodet ist. Wenn wir jetzt ein GUI zum Spiel hinzufügen möchten, welches einfach auf dem Bildschirm drauf ist, dann können wir zum Starter GUI ein sogenanntes Screen GUI hinzufügen. Dann passiert erstmal noch nichts. Wenn wir etwas sehen möchten, dann fügen wir dazu weitere Instanzen hinzu. Bei Frequently Used wird uns schon ein Frame vorgeschlagen. Was ein Screen GUI ist und was ein Frame ist, das lernen wir in den nächsten Folgen. Jetzt zeigen wir einmal nur, dass es funktioniert. Ich kann jetzt zum Beispiel diesen Frame hier tatsächlich ziehen, irgendwo hin. Ich kann auch die Größe verändern. Und wenn ich ins Spiel reingehe, dann habe ich diesen Frame auch auf meinem Bildschirm drauf. Der ist jetzt da unten auf dem Bildschirm. Der ist fest. Wenn ich in Starter GUI reingehe und dieses Screen GUI lösche, dann passiert nichts. Weil für mich ist der immer noch da. Denn der Starter GUI ist nur ein Service, welches GUIs an neue Spieler repliziert. Wenn ein Spieler neu ins Spiel reingeladen wird, kriegt er vom Starter GUI seine GUIs gestellt. Ich habe mein GUI schon bekommen, dementsprechend kann ich das GUI hier nicht bearbeiten, indem ich es im Starter GUI bearbeite. Ich muss stattdessen auf Players gehen, dann auf meinen Spieler, dann in Player GUI und da drin haben wir dieses Screen GUI. Und dieses Screen GUI kann ich hier jetzt auch bearbeiten. Ich kann es tatsächlich nicht so cool herumziehen, weil das sind Tools, die habe ich nur, wenn ich in Roblox Studio Sachen bearbeite. Aber ich kann theoretisch immer noch hier in den Properties Sachen bearbeiten, wie zum Beispiel die Background Color kann ich ändern auf grün. Oder die Transparency kann ich auf 1 machen, dann ist es unsichtbar. Oder ich kann das Screen GUI einfach löschen, dann ist es weg, für mich. Wenn ich das Screen GUI nur bei mir lösche, heißt es nicht, dass es bei anderen Spielern gelöscht ist, weil jeder Spieler hat sein eigenes GUI. Ich hoffe, ich habe es jetzt deutlich genug gemacht, weil das ist so eine fundamentale Sache, die viele Leute nicht verstehen. Jeder hat sein eigenes GUI und ihr könnt nicht im Starter GUI Sachen anpassen mit Code oder mit Scripts und dann erwarten, dass sie bei allen Spielern angepasst sind. Ihr müsst immer das GUI von dem Spieler an sich bearbeiten. Und wenn wir jetzt einmal rübergehen zum Server und dann gucken, was der Server sieht, dass Starter GUI immer noch das Screen GUI drin ist, weil ich ja vom Client aus was geändert habe und der Client kann hier im Starter GUI gar nichts rumfuschen. Und wenn der Server jetzt auf Players und Roblox Conny geht, dann sieht er nicht die Player Scripts, aber er sieht das Player GUI. Das heißt, der Server kann tatsächlich auch ein bisschen was am GUI rumfuschen, aber auch nicht wirklich. Weil der Client hat für sich selbst das Screen GUI entfernt, der Server sieht aber gar nicht, dass das Screen GUI entfernt wurde. Der Server denkt, das Screen GUI ist noch da. Und kann da jetzt auch Sachen anpassen. Und kann jetzt die Background Color zum Beispiel auf blau ändern. Der Client selbst sieht das aber nicht. Weil für den Client ist das Ding schon gelöscht. Und da kommt es dann zu Komplikationen. Grundsätzlich sollte man aber GUIs, die ein Spieler für sich hat, immer vom Client aus bearbeiten. Ein Server sieht nicht, was ein Client mit seinem GUI macht. Genauso wenig sieht der Client, was der Server mit dem GUI macht, sobald der Client erstmal angefangen hat, was zu bearbeiten. Dementsprechend Faustregel, fasst das Player GUI niemals vom Server aus an, sondern immer mit Local Scripts. Was gibt es noch über das Starter GUI zu wissen? Es gibt nicht viele Properties für Starter GUI. Achievable ist eine Standard-Property, die ist egal, das hat jeder. Den Namen sollten wir am besten nicht anpassen. Screen Orientation, hier steht Sensor, Landscape Left, Landscape Right, Landscape Sensor, Portray oder Sensor. Wenn ihr seht, wenn wir hier durchskippen, ändert sich an sich gar nichts. Denn das bezieht sich auf mobile Geräte, weil an Smartphones kann man ja das Gerät einfach drehen. Und hier kann man einstellen, wie rum das GUI immer angezeigt werden soll. Man sollte es auf Sensor lassen, weil dann kann der User sein Handy drehen, wie er will und das GUI passt sich an. Wenn ihr aber ein GUI habt, das sich nicht anpassen kann aufs Hochformat, dann könnt ihr zum Beispiel einfach Landscape Left nehmen. Dann gibt es aber das Problem, wenn er sein Ding umdreht, dann ist das GUI auf dem Kopf. Ist auch blöd. Ihr könntet Landscape Sensor nehmen, dann macht er auf jeden Fall immer nur Breitbild. Porträt ist, glaube ich, Hochformat. Aber ganz im Ernst, ich habe diese Sachen nie angefasst. Dann gibt es noch Show Development GUI. Und das ist einfach nur eine Einstellung, die für euch da ist, um zu sagen, yo, ich möchte das GUI jetzt bei mir hier auf dem Bildschirm sehen oder nicht. Aus, an, aus, an.
an. Wenn ihr es ausmacht, seht ihr kein GUI. Und wenn ihr es anmacht, seht ihr das GUI. Einfach nur für euch selbst. Das hat keine Auswirkungen auf euer Spiel. Ihr könnt stattdessen auch oben auf View gehen. Und da gibt es den Button UI Visibility. Und den könnt ihr dann auch ausmachen, anmachen. Das ist genau dieselbe Einstellung. UI Visibility aus, an, aus, an. Kann man machen. Und dann haben wir hier unten noch den Right-to-Left Text Support. Ich weiß nicht, was Default ist, aber ihr könnt es disablen oder enablen. Ich würde es im Zweifelsfall immer auf Default lassen. Right-to-Left Text Support ist einfach nur der Support für Schriften, die von rechts nach links geschrieben werden, wie zum Beispiel Arabisch. Und der Virtual Cursor Mode, bei dem bin ich mir gar nicht sicher, was der wirklich macht. Ich habe mal in die Dokumentation geguckt und da stand tatsächlich überhaupt nichts drin, der mauslosen Navigation zu tun hat, also vor allem wichtig für Controller-User. Es gibt auch einen Shortcut am PC dafür. Lasst Sachen im Zweifelsfall immer auf Default. Dann seid ihr damit wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wofür das ist. Das sind alle Sachen, die man beim Starter GUI einstellen kann. Und das ist auch alles, was das Starter GUI macht. Ich möchte euch jetzt nicht überfordern, indem ich euch noch die Arten von GUIs erkläre und Frames erkläre. Ich möchte das alles in einzelnen Videos machen. Heute ging es nur um Starter GUI. Alles, was ihr hier reinpackt, wird in jede Player GUI Instanz von jedem Spieler repliziert. Das bedeutet, hier könntet ihr theoretisch auch ein Part reinpacken und dieses Part wäre dann tatsächlich auch beim Spieler im Player GUI Folder drin. Ich bin jetzt drin, wir gehen auf Players, Roblox Conny, Player GUI und da ist ein Part. Mit dem Part kann man nichts anfangen. Ein Spieler könnte es jetzt in den Workspace packen und tatsächlich liegt das Part dann hier auch und es schwebt, es reagiert überhaupt nicht mit der Physik. Jetzt kann ich es hier hochziehen, jetzt hat es doch mit der Physik interagiert. Das heißt, das Spiel hat jetzt für sich das Part erschaffen, aber vom Server aus ist hier natürlich kein Part. Das hat nur ein Spieler für sich selber gemacht. Das kann ein Spieler auch mit Cheats dementsprechend. Ich sehe nicht, wofür man wirklich Parts da reinpacken sollte. Aber vielleicht gibt es dafür Anwendungszwecke. Vielleicht ein GUI, das bestimmte Instanzen spawnen soll und dann hat man keine Lust, die Instanzen aus dem Replicated Storage zu ziehen und packt sie direkt in GUI rein. Es ist möglich, aber einfach nur, damit ihr es seht, alles, was im Starter GUI Service drin liegt, wird in die Player GUI Instanz repliziert. Das wäre es dann auch mit der heutigen Folge. Viel zu üben gibt es auf jeden Fall nicht, weil das war jetzt einfach nur so ein Verständnisding. Wir haben jetzt gelernt, was das Starter GUI macht. Beim nächsten Mal gehen wir auf die verschiedenen Arten von GUIs ein und danach werden wir wahrscheinlich auf Container eingehen. Das werden wir dann sehen, hängt davon ab, wie lange die Folgen dauern, aber ich habe gemerkt, die RSL-Folgen dauern immer ziemlich lange. Ich versuche sie ein bisschen kürzer zu halten, dementsprechend auch wieder ein bisschen weniger auf einmal. Wenn ihr Probleme mit den Hausaufgaben hattet, dann schlage ich euch vor, dass ihr euch die Scripting-Folgen nochmal anschaut, und zwar die, mit denen ihr Probleme hattet, dass ihr ein bisschen übt. Übung gehört immer dazu. Ansonsten könnt ihr euch auch das Video anschauen, das hier jetzt eingeblendet ist. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!